der Musiklehrer hat nicht angefangen. Also, aber immerhin, das war ja Stimmung. Das war ja für norddeutsche Verhältnisse schon fast ein Orkan. Der hier hindurch trug. Und dieser rhythmische Applaus hat natürlich im konkreten Fall dazu geführt, dass das Ende des Liedes an Spannkraft verlor. Haben einige in der Gruppe hier gleich Schaulaufen veranstaltet. Naja, scheinbar ist es so, dass einigen in der Gruppe mein Erfolg zu Kopf steigt. Aber das Klassenziel können wir nur gemeinsam erreichen. Themenwechsel. Ich möchte nun eine andere Problematik beprangern. Da kommen wir nochmal auf das Thema des Abends zurück. Kämpfe. Es wird auf unserer Welt gekämpft, das wissen alle. Ne? Der gnadenloseste Kampf ist natürlich der Geschlechterkampf. In diesem Kampf droht die Frau zu unterliegen, denn sie wird seit Menschengedenken vom Mann dominiert und unterdrückt. Ja, warum? Haha, ne? Es hat sich bewährt. Ich möchte hier kein Gelächter und kein Gesinnungsapplaus aus der chauvinistischen Ecke. Offensichtlich tut es Not, dass man sich hier im Raum schroffen Noten positioniert. Also ich kann für mich sagen, dass ich in diesem festgefügten Rollenklischee nicht mitspiele. Also ich beurteile Menschen nicht nach dem Geschlecht. Und Frauen gleich gar nicht. Und Gott sei Dank kommt aber Bewegung in diese Strukturen, denn in immer breiteren Bereichen des Lebens emanzipiert sich die Frau. Wir sehen es zum Beispiel in der Bundeswehr. Ja, das ist eigentlich eine maskulin dominierte Domäne. Dort etabliert sich, es gibt Soldatinnen, Offizierinnen und Feldwebelinnen. Ja, das ist ein Schritt in eine richtige Richtung, denn eine Frau ist aufgrund ihres weiblichen Naturells deeskalierend, sie ist friedensstiftend. Also wenn die Frau zu Felde zieht, klar, dann wird im nächsten Krieg bestimmt mal von hinten geschubst. Gespuckt, an den Arm gezogen. Kniffen gekratzt oder der Gegner wird totgequatscht. Ja, was weiß ich, hier Panzerschlacht muss abgebrochen werden. Ne? Alle haben sich verfahren. Ja, kurz vor dem Gefecht nochmal bei Peking Kloppenburg vorbei. Sind neue Tarnjacken reingekommen. Also. Also ich denke, zwei weibliche Heere, die würden sich gar nicht begegnen. Ne? So, die einen wären nicht fertig mit Packen. Und die anderen, wenn die sich dann tarnen, so mit Lehm ins Gesicht, ne? Kann ich so gehen? Oder kann ich so falten? Also, eine Frau ist also aufgrund ihrer weiblichen Intuition, aufgrund ihrer feminimösen Veranlagung friedensstiftender als jetzt der klassische Testosterongebäude, der Gesichtsgünter, der Mann will es wissen, ne? Wenn er ankommt, das arme Nulf, dann wird gefeitet. Ne? Also, und diesen Prozess erleben wir überall, dass sich die Frau etabliert, auch in Männerberufen. Und das ist hier in Niedersachsen, ist uns etwas aufgefallen, wenn man hier so die Landstraße lang fährt, oder überhaupt durch Niedersachsen, wir haben uns ja so runtergearbeitet, wir kommen von Sachsen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen. So. Und da sind wir durch den Teutoburger, wie ist das, durch die Lüneburger Heide gefahren. Und da stehen öfters an der Landstraße, am Wegesrand, so kleine Wohnmobile. Wo seltsam gewandete Fürsterinnen das gibt es bei uns nicht. Jochen hat mal, also hat man mal gefragt und hat für diese Information 100 Euro. Also ja, aber die Informationsveranstaltung wurde dann abgeblasen.
Also wie gesagt, Frauen in unterschiedlichsten Berufen und sie sind überall, treten sie sehr selbstbewusst auf. Das sieht man auch in der Öffentlichkeit. Wenn ich hier hinunterschaue, dann sehe ich viele stolze, souveräne Frauen, selbstbewusste Alpha-Weibchen, die haben ja völlig neues Selbstbewusstsein. Also sie sind, ich sehe auch schöne Frauen, oder die Frauen haben sich schön gemacht. Sie, im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und sie transportieren ein völlig neues Selbstbewusstsein. Also die Waffen der Frau haben sich geändert. Bis vor 50 Jahren war es das Backblech und das Nudelholz, die Bratpfanne, stumpfe Gegenstände. Und heute ist die Frau selbst spitze wie Möhre. Also, sie hat ihr Spezialgebiet hier natürlich, die kritische Masse unterhalb des Kinns. Da hat sie dem Mann was voraus. Also das setzt sie auch offensiv ein. Ne? Überall sehen wir Frauen in den Massenmedien, im Fernsehen, im Internet, im Radio, als Puppe im Schaufenster, davor als echte Frau, auf dem Plakat ein Bild, Frauen in sämtlichen Aggregatzuständen. Ne? Meist sogar nackt, nichts an, kaum was drunter, wenig drüber, viel aus. Also, Splitterfaser Blumenkohl, da stehen sie da. Mit solchen Betonbusen, Brustbunker, ne, das sind trotz der Unannehmbarkeit, es sind Gallionsfiguren unter der Lust. Also, da rede ich mich in Rage. Also, muss ich gleich meine Tropfen nehmen hier, den Tropfen auf den heißen Olaf. Also, ich muss sagen, dass ich mich von dieser permanenten weiblichen Reizüberflutung in gewissen Minuten sexuell belästigt fühle. Also, ja, ich möchte selber entscheiden, wann und warum ich mein Genital bemühe. Und ich habe aber die Hoffnung, dass beide Geschlechter erkennen, Mensch, Mann und Frau, wir sitzen doch beide neben demselben Boot. Und wir können uns doch lieben. Na, das ist etwas, was oft vergessen wird. Nicht immer muss Zank und Zwietracht herrschen zwischen denen, welche Tisch und Bett und Ehe teilen. Nein. Man kann sich auch lieben. Die Liebesfähigkeit ist eine Gabe, die nur uns Menschen geschenkt wurde. Die Liebesfähigkeit unterscheidet uns vom Gnu. Pflanzen kann es sich Sknu. Da ist es die Gitarre. Da geht's los, höck, höck. Aber auch mal zuhören. Gerade wenn der andere nichts zu sagen hat. Zwischen den Zeilen weghören. Das kann nur der Mensch. Und deshalb haben wir ein Liebeslied geschrieben, das wir jetzt spielen möchten. Es ist ein sehr leises Lied, ein zerbrechliches Lied. Dann ist auch die erste Stunde schon rum. Wir machen nämlich nach dem Beat eine kleine Pause. Und die Pause kann ja auch gleich genutzt werden, um sich kennenzulernen. Vorurteile abzubauen und um aufeinander zuzugehen. Und damit man leichter aufeinander zugehen kann, wird ja draußen auch Alkohol ausgeschenkt. Und wenn Sie jetzt in der Pause zwei kennenlernen sollten, die... Und es stellt sich heraus, es ist was Ernstes, dann dürfen die beiden von mir aus auch eher gehen. Oder sollen hinten in der Garderobe klopfen. Können wir auch noch ein bisschen unterstützen. Ich weiß, der erste Geschlechtsverkehr ist nie einfach. Ne? Gerade für junge Menschen oder für ältere. Wobei es ja immer heißt, ältere Menschen hätten weniger Geschlechtsverkehr. Das stimmt nicht. Sie können sich bloß nicht mehr daran erinnern. So, also, nun kommt unser Hymnus an den Zwiesens, unser Lobpreis, in dem wir die Magnetik.